So Leute, Aquarium Home Tour. Ihr seht meinen 38er Fernseher und mein 20 Liter Meerwasser Aquarium. Auf der Box so, läuft gut. Ist einfach, die Korallen stehen gut so. Meine Makroalgen laufen. Halten das Becken schön sauber. Ich habe keine Algen, nichts. Es steht seit 4,5 Monaten, 5 Monate, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar schon. Naja, ist ganz nett. Läuft wohl. Ne? Und jetzt geht es zum nächsten Becken. Das ist mein Becken hier auch im Wohnzimmer. Das ist halt ein Süßwasserbecken. 60 cm, 54 Liter mit Gummis und Plastikpflanzen und Schnecken und Antennenwelt. Eine Antennenwelt drin. Algenfrei, läuft klasse, läuft seit einem Jahr schon absolut super. Ja, kann ich malen. Alles, ich brauche eigentlich gar nichts machen, nur füttern. Und ab und zu mal ein bisschen Wasser wechseln, ne? Okay, zum nächsten Becken. Da schauen wir mal, was da so ist. Das ist halt mein Insel-Aquarium. 80 cm, 110 Liter. Viele Gummis drin. Und ja, also 2 Barsche noch und so. Läuft wohl. Ist auch sehr pflegeleicht. So. Füttern ab und zu Wasserwechsel. Auch Plastikpflanzen, ja, und Steine, Kies fertig. So, mal eben kurz ein kleiner Schwenk zu meinem Südamerika-Becken. Ja, es hat Kichersohn-Maragold drin, die ja, ganz nett sind. Ansonsten, Wasser ist gut. 2 Filter, einen dicken Topfilter, hier oben so einen dicken Topfilter, da unten so einen kleinen, ja, was heißt mit dem großen Linsenfilter, läuft einfach ganz gut. Ja, es sind halt meine Kichlersoma und denen geht's gut, die sind relaxed und stehen auf den Scheiß. Und sonst habe ich noch Gummis drin, so einfach nur so als Beifisch, damit sie nicht total durchdrehen, so. Ich glaube, auch Fische wollen nicht einsam sein. Naja, egal. Das ist halt das Südamerika-Becken. Und jetzt geht es zum letzten Becken im Schlafzimmer hier. Das ist halt ein 50 cm, 45 Liter Becken mit, ja, mit Caridinas, Schnecken. Fette Schnecken, Gummis habe ich jetzt gerade ausgeräumt, so war viel Fadenalge drin, so muss ich schon rausziehen. Ja, jetzt mit den, ich denke mal, die argentinische Wasserpest wird das wieder ganz schnell wieder zuziehen. Also von daher ist es eigentlich, geht auch, das läuft das Becken. Fetter Hamburger Mattenfilter, den ich noch nie sauber gemacht habe, so, also von daher läuft, ist ganz nett. Ne? Läuft vor. Guck mal an. Also die Fische fühlen sich wohl. Kann man nicht anders sagen. Schnecken auch. Und die roten Caridinas. Ich habe weiße und rote drin. Also Zwergkanälen. Läuft vor. Ein schönes Becken, kleine Lampe, alles günstig, China-Ware. Hamburger Mattenfilter, so als Bogen so in eine kurze Seite reingeklemmt, läuft alles. Ist wirklich erstaunlich. Ansonsten, wie gesagt, schon wieder Schwimmraum, das war total, also es war wirklich zu, das war absolut zu, das Becken. Ne? Da war kein Schwimmen mehr möglich. Also von daher habe ich heute mal ein bisschen rausgerupft. Läuft aber.
Wasser ist perfekt. Ich mache mit Leitungswasser, kein Problem. Ich habe mit Osmosewasser angefangen. Überhaupt nicht notwendig. Also auch die Garnelen kommen super mit unserem Leitungswasser klar. Das ist KH7, GH13, kommen die klasse mit klar. So, ne? Also wirklich kein Problem. Und ich mache auch keine Wasserwechsel oder so. Ne? Also ich überfütter nicht und fertig aus. Läuft. Okay, bis dann und tschüss.